ich darf Ihnen nun den nächsten Bürgermeisterkandidaten vorstellen. Sein Name ist Peter Enz. Er war bisheriger Gemeinderat und Sozialsprecher der Freiheitlichen und er kandidiert nun als Bürgermeisterkandidat der Freiheitlichen Partei. Herzlich willkommen an Peter Enz, Candidato Sindaco dei Freiheitlichen. Wunderschönen guten Abend, buonasera a tutti. 2025 fängt heute an. Wenn wir Meran weiter bauen wollen, müssen wir uns als erstes fragen, wie groß darf Meran werden? Wir haben ein Juwel, die Stadt, und wir haben ein Sahneschnittchen, das sind das Militärareal. Stellen Sie sich vor, 10.000 Einwohner mehr. Verträgt das unsere Stadt? Wollen wir das mit einer negativen Geburtenrate? Was müssen wir tun, damit wir wirtschaftlich und arbeitsmäßig zusammenschauen können? Wir brauchen Bürokratieabbau. In Meran ist es sehr, sehr schwierig, mit der Gemeinde in Kontakt zu treten. Bürger, Handwerker, egal wer, hat sehr, sehr große Schwierigkeiten bei den bürokratischen Abläufen. Hier müssen wir uns verbessern. Es braucht Rechtssicherheit. Die Gemeinde muss für den Bürger da sein und nicht umgekehrt. Oft hat man das Gefühl, dass die Menschen immer für die Gemeinde da sein müssen und nicht umgekehrt. Wir brauchen den Tunnel. Wir brauchen ein Gesamtverkehrskonzept. Wir brauchen ein öffentliches Verkehrsnetz, das ein Gesamtkonzept ist und nicht nur Stückwerk. Wir brauchen keine Verkehrsbeschränkungen für Euro 3 oder Euro 2 Fahrzeuge, weil die machen das nicht aus. Dankeschön. Danke vielmals, Herr Enz. Dankeschön. Herr Enz, wie schafft man es eben, den Verkehr flüssig zu machen? Löst wirklich dieser Kückelberg-Tunnel hierfür die Probleme? Ich bin seit 1995 im Gemeinderat. Seit 35 Jahren reden wir von der Ost-West-Umfahrung. Und wer sich nur ein klein wenig in Südtirol auskennt, von St. Jakob bis Salurm fährt man durch kein Dorf mehr. Das ist innerhalb von 10 Jahren gebaut worden und man hat einen Berg durchtunnelt. Meran ist Schilda. Man hat bis jetzt nur Äpfel untertunnelt. Wir haben zwei Brücken, über die man fahren kann und mittel durch die Stadt fährt, geht ein Fluss. Die Verhinderungspolitik, die in Meran gegen diesen Tunnel gemacht wurde, ist himmelschreiend. Und jeder, der ein klein wenig Meran kennt, weiß, wer das war. Und wenn ich etwas auf meine persönliche Kappe schreiben darf, dann waren es im Jahre 2000 die übrig gebliebenen Arbeitnehmer, die es geschafft haben, in der Mehrheit zu sagen, der Tunnel wird gebaut, aber der Parkplatz nicht mit öffentlichen Geldern. Und wenn jetzt heute andere sagen, ich bin zu lange drinnen, mir ist es eigentlich Wurst, aber es ist wirklich schlimm, dass wir seit 35 Jahren auf etwas warten, was sonst jede Stadt getan hätte, wenn man nur über zwei Brücken fahren darf. Und das Verkehrsproblem, das wir in Meran haben, das ist hausgemacht, weil wir, und vielleicht hängt es damit zusammen, dass zu viele Parteien da sind, uns gegenseitig blockiert haben. Der Hausverstand sagt, sie braucht es, wir sperren die Innenstadt danach, wir machen ein Verkehrskonzept, viel weniger Busse fahren durch und wir machen ein Mobilitätszentrum am Bahnhof. Und das hätte man viel, viel früher haben können. Wer es verhindert hat, sind andere. Es hat Ihrer Meinung nach Verhinderer gegeben, Herr Enz. Herr Enz, Sie haben ganz klar in Ihrer Vision angesprochen, in Meran, also Sie sind nicht wirklich dafür oder absolut nicht dafür, für ein Verbot der Euro 3 Dieselfahrzeuge. In Bozen gibt es ja dieses Verbot. In Bozen, in Meran ist man nicht nachgezogen. Warum sagen Sie, das ist auch gut so? Ganz einfach, weil es ein marginales Problem ist und nicht an den Problemen arbeitet, an denen man arbeiten soll. Ich möchte etwas zu bedenken geben. Jeder, der Meraner ist, weiß, dass wir seit 30 Jahren die Buslinien immer gleich haben. Meran hat sich aber verändert. Meran hat sich sehr stark verändert und wer in der Freiheitsstraße am Rennweg steht,
Es fahren über 800 Busse durch die Stadt täglich. Das sind Zahlen, die die Stadt unattraktiv machen. Wenn ich heute etwas machen will, und man hat es vor 10 Jahren, vor 15 Jahren immer gesagt, die Gemeinde will nicht, das Land will nicht, die Sasa oder die Saat will nicht. Ich habe es schriftlich, dass alle drei bereit wären, ein Gesamtkonzept zu machen, um die Buslinien in Meran neu zu ziehen. Aber das ist jetzt nicht ganz konkret meine Frage. Also ja, Euro 3 es geht um Euro. Ja, nein, Euro 3 habe ich beantwortet. Ich möchte nur auch hier etwas zu dem sagen, was mir wichtig ist, weil das ist ein Steckenpferd. Ich glaube, dass wir hier in Meran einfach den Mut haben müssen, die Verkehrswege der öffentlichen Verkehrsmittel neu zu ziehen. Wir brauchen in der Innenstadt maximal 8 Kleinshuttle. Die Touristen, Sie haben anfangs gesagt, Meran ist eine touristische Stadt, die Touristen fahren mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, sie bekommen im Hotel die Gratiskarte und die nutzen sie, die kennen sie besser als wir Einheimischen. Und wir haben oft das Problem, dass die Linien einfach zu lange sind und wir als Meraner in die Stadt wollen, und zwar schnell und bequem. Und hier müssen neue Wege gegangen werden und vom Bahnhof in die Stadt herein. Der Bürgermeister hat es ganz ehrlich gesagt, da draußen ist auch wieder Baugrund. Auch das verhindert, dass man weitergeht. Aber die ganze Europaallee wäre neu zu gestalten, zu untertunneln. Wir hätten die Möglichkeit, wir müssen nur gemeinsam miteinander reden und sagen, was wollen wir denn? Und noch etwas, wer in Meran auch jetzt in der Corona-Zeit bei Regen durch die Stadt geht, Meraner haben Angst, durch die Stadt zu gehen. Sie ist so voll, und das möchte ich auch wissen, ob wir das immer so wollen. So voll wollen wir noch weiter wachsen, oder machen wir einen Tourismus, nicht nur an, aber wirklich, es geht auch darum, was wollen wir, weil die Kapazitäten sind erreicht. Und auch über das muss gesprochen werden, weil es soll sich nicht nur der Gast... Also das heißt, es braucht eine Obergrenze im Tourismus, Herr Enz? Ja, ich glaube, die magische Zahl von 1 Million Nächtigungen, die haben wir ja wieder erreicht vor Corona. Aber es geht darum, fühlt sich der Gast wohl und fühlt sich auch der Meraner wohl. Und da muss der Ausgleich geschaffen werden. Und das betrifft HGV, das betrifft Handwerk und das betrifft den Handel. Herr Enz, wir bleiben aber ganz kurz beim Pferderennplatz noch einmal. Richard Stampfl meinte jüngst auch, das Landhaus soll den Pferderennplatz übernehmen. Meran soll aber ein Mitspracherecht eingeräumt werden. Frau Rossi ging jetzt in eine ganz ähnliche Richtung. Wie stehen Sie dazu? Soll das Land, hingegen Alessandro, Sie meint, nie und nimmer soll das Land den Pferderennplatz übernehmen. Soll das Land mit einsteigen? Prinzipiell schätze ich den Pferderennplatz sehr. Aber wenn in 365 Tagen die Bevölkerung nur auf die Tribünen rein darf, dann hat Meran von dieser grünen Lunge sehr, sehr wenig. Wenn wir Tradition und Zukunft vergleichen, dann müssen wir auch zugeben, dass der Pferderennsport in diesem High-Level ausstirbt. Ich bin dafür, dass wir dort Trainingscamps machen, dass wir dort auch eine Pferdepension machen, dass wir etwas machen, was unseren Haustieren auch etwas ergibt. Aber wenn wir jetzt volkswirtschaftlich denken, dann ist diese grüne Zone, und Untermeiser hat 15.000 Einwohner, und die Untermeiser haben nicht diese grüne Zone, wie sie sonst in Gratsch oder in Obermaus sein. Wir brauchen da unten für unsere Kinder, für unsere Leute Möglichkeiten, gesund zu bleiben, sich zu bewegen, weil ansonsten zahlen wir das über das Sanitätswesen. Ich möchte... Das heißt, was möchten Sie konkret realisieren sehen am Pferderennplatz? Einen Zentralpark für Meran, das wäre das Erste, das wäre der Pferderennplatz, der genutzt wird für die Bevölkerung, wo Tiere auch koexistieren können, wo trainiert werden kann. Ich glaube, man könnte sogar Pferderennen machen, aber sie müssen nicht mehr in diesem Stile gemacht werden. Bitte schauen Sie an, welche Nationen hier noch Pferdesport betreiben, und ich glaube, dass Profi-Pferderennsport Tierquälerei ist. Und deswegen umsetzen, aufmachen für die Meraner Bevölkerung, und zwar das ganze Jahr. Und da kann man sehr, sehr vieles machen, und da haben alle was davon, ob das jetzt Arbeit
Arbeitnehmer sind Handwerker, Hoteliers oder Handelstreibende. Und wenn Sie mir erlauben, ich möchte so wie die Frau Rossi auch etwas zum Militärareal sagen. Ich habe es eingangs gesagt, wie viel Einwohner verträgt Meran? Wir haben 42.000 und es stimmt, wir haben eine negative Geburtenzahl. Wir haben über 1.000 Wohnungen freistehen und die wären zu sanieren. Und da müssen wir ansetzen, gemeinsam Gemeinde, Land. Und was ganz wichtig ist, mir gefällt der Vorschlag von diesem Kulturzentrum. Nur als ich vor 3 Jahren gefragt habe, ob wir nicht aufmachen für die Jugend, damit die Jugend da endlich einen Freiraum hat, wo sie einmal ohne dauerndes Programm auch mal so sein darf, wie sie sein wollen, einfach in Ruhe gelassen werden. Und wir haben sehr viele Jugendvereine, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Dann hat es geheißen, da kommt man nicht rein. Im Wahlkampf scheinbar kann man sehr vieles tun. Aber zuerst wurde einem gesagt, nein, das geht nicht. Obwohl wir bereits mehrere Festlichkeiten und Veranstaltungen dort unten hatten. Und das hat unserer Jugend ganz, ganz gut getan. Und dieser Raum fehlt. Und das sind Sachen, die wir brauchen und die zu realisieren sind. Also ein klares Ja von Ihrer Seite zum Campus M. Nein. Habe ich Sie jetzt falsch verstanden? Ja, ich möchte nicht, dass es nur ein Vorzeigemodell wird oder irgendetwas Großes, sondern ich möchte es kleiner lassen. Ein Zentrum für die Jugend? Und ich möchte die Jugend reinlassen, die sich dort kreativ arbeiten kann, die kreativ. Aber das heißt kein durchgestyltes, durchgestylter Campus. Eben nicht ein Hochglanzmodell. Nein, das nicht. Zwei Fragen noch. Herr Enz, sprechen wir über das Glasfasernetz. In vielen Gemeinden wurde es ja bereits, also ist der Anschluss an das Glasfasernetz bereits erfolgt. Meran hinkt hier noch nach. Ihrer Meinung nach, was werden Sie dafür tun, damit Meran endlich auch eine Datenautobahn bekommt? Ganz fair ist jetzt das nicht. Ich habe mich vorbereitet, etwas zum Weihnachtsmarkt zu sagen. Ich sage Ihnen etwas zum Glasfasernetz, aber ich sage erst etwas zum Weihnachtsmarkt. Ganz kurz. Ja, den Gedanken habe ich gehabt und ich bin auch der Meinung, der Weihnachtsmarkt muss überdacht werden. Was für ein Geschrei war es, als er von der Freiheitsstraße auf die Promenade kam und er gehört dorthin. Wir haben in Covid-Zeiten dafür zu sorgen, dass keine Menschenansammlungen sind. Wir haben vorhin dauernd gesprochen, die Innenstadt. Der Weihnachtsmarkt hat jetzt die Möglichkeit, von der Innenstadt die Peripherie mitzunehmen und einen Weihnachtsparcours zu machen, damit die Gäste Meran noch besser kennenlernen und dass auch die Peripherie, und damit zähle ich von den Betrieben, Bars, Handelsbetrieben und auch allen, die dazugehören, dass sie etwas davon haben. Und das wäre das, was neu zu denken ist. Und diese Konzepte muss man auch verlangen. Gerade in diesen Zeiten, was das Glasfasernetz anbelangt, und da hat uns Covid auch gezeigt, was man seit dem 5. März in Schulen leisten musste, wo man von einem Tag auf den anderen auf digitale Schule, auf Fernunterricht umstellen musste. Und ich habe das am eigenen Leib miterlebt, wie schwierig das war, wenn man mit Eltern spricht, wenn man mit Schülern ganz langsam draufkommt, weil die Leute einfach sich nicht getrauen zu sagen, ihnen fehlt die Hardware oder ihnen fehlt die Software oder ihnen fehlt überhaupt der Internetanschluss oder sie haben zu wenig. Und da, wenn wir Bildung in Zukunft auch wieder gleichmäßig verteilen wollen, dann müssen wir hier investieren, weil es führt kein Weg mehr zurück, sondern das ist in Kombination jetzt in der ganzen Schulwelt und in der gesamten Arbeitswelt eine Kompetenz, die wir uns Alte, aber besonders den Jugendlichen mitgeben müssen, damit sie dann auch in ihren Betrieben angestellt werden, weil ohne diese Kompetenzen kommen sie nicht weiter. Und deswegen haben wir als Gemeinde und nicht der Bürgermeister, sondern die Regierung, die ja zusammenbricht, gerade hier zu investieren.